Moin Moin Freunde, hier ist Adrian und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch einen dänischen Eiersalat. Warum dänischer Eiersalat? Wo kommt der Name her? Ja, kann ich eigentlich selber nicht genau sagen. Ich hatte mal eine Chefin gehabt früher und die hat den immer gemacht. So genau in der Form, ne? Da hatte ich in der Kantine gearbeitet. Der war immer da lecker, den hat sie dänischen Eiersalat genannt. Ich schätze mal wegen Senf drin und ein bisschen Erbsen und so. Ich weiß es nicht genau, aber wie gesagt, kann ich nicht mehr sagen. Ist einfach so der Name und ich glaube, sie konnte es mir damals auch nicht sagen, wenn ich mich dran erinnere, aber ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall dänischer Eiersalat, richtig lecker, mit Lackstreifen oben drauf, Bratkartoffeln. Lohnt sich, schönes Essen, kann ich euch empfehlen. Folgende Zutaten dafür sind Eier, Kartoffeln, Zwiebeln, Speck, Erbsen-TK, Mayonnaise, Senf, Butter oder Öl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Lachs. Räucherlachs. So, das sind die Zutaten. So, wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar, ich mache mir erstmal die Bratkartoffeln. Oder nee, ich erzähle noch kurz was dazu. Und zwar, Mayonnaise habe ich selber gemacht. Habe ich einen Film oben, wenn ihr aufs i klickt, macht euch die oder ihr kauft eine. Schied egal. Warum ich das heute eigentlich mache, ich hatte heute Morgen Frühstück Eier gekocht und die sind leider so ein bisschen dunkel geworden und die wollte ich nicht zum Frühstück essen. Ich wollte mal wachsweiche Eier haben, ne? Habe ich mir dann nochmal gemacht, aber die hatte ich dann über. Die wollte ich gern verarbeiten, weil jetzt ist Sonntag, die ganze der Woche koche ich jetzt nicht, erst Wochenende wieder, wenn überhaupt. Und deswegen habe ich nochmal solche Eier nachgekocht. Kartoffeln, die mussten auch unbedingt weg, die habe ich einfach nur so abgekocht. Wenn jemand so Pellkartoffeln machen möchte, habe ich einen Film oben, klickt aufs i, könnt ihr euch angucken. Mayonnaise habe ich gesagt, ne? Dann habe ich eine Zwiebel, eine halbe reicht, ich nehme eine ganze. Erstens mag ich das, aber weil ich die auch so loswerden will, weil ich die ganze Woche halt nicht koche. Das sind die Zutaten dafür, Salz, Pfeffer natürlich und dann natürlich noch einen schönen Räucherlachs, ne? Ist ja dänischer Eiersalat. So, ich stelle mir das jetzt erstmal alles so ein bisschen beiseite. Machen wir erstmal die Pfanne an und dann machen wir uns ein paar Bratkartoffeln. Wenn ihr gar kein Fleisch haben wollt, dann lasst ihr einfach den Speck weg da nachher beim Bratkartoffeln. Und dann habt ihr vegetarisch, oder naja, Fisch ist ja auch nicht gerade vegetarisch, ne? Aber Ei ist hier auch drin, aber ihr wisst, was ich meine. Also fleischfrei, so. Aber Speck und dann den rauchigen Fisch und das Salzige dazu und die knackigen Bratkartoffeln, also würde ich immer machen. Für Bratkartoffeln nehmt ruhig immer eine schön große Pfanne. Je mehr Fläche, umso besser für die Bratkartoffeln. So, ich habe jetzt erstmal so ein Teil Mayonnaise genommen. Ich schnibbel mir jetzt erstmal die Eier hier rein. Also erstmal kommt ein Löffel Senf rein. Das ist halt wahrscheinlich das Dänische. So sage ich das mal. Die haben ja nichts gegen Senf da oben. Wenn ihr eine gekaufte Mayonnaise habt, dann macht vielleicht ein bisschen Joghurt rein oder ein bisschen Sahne, je nachdem, was ihr möchtet, falls die zu fest sein sollte. Jetzt ist so ein bisschen das Senfige, in der Mayonnaise ist sowieso schon Senf drin, ne? Aber das ist jetzt halt noch mehr. Ne? Wir packen uns so 2-3 Kartoffeln rein, um zu sehen, wie viel Power das hat. So, und dann, wenn ihr so einen Eierschneider habt, der das so in Spalten schneidet, nimmt den, irgendwo hatte ich auch mal so einen. Ach ja, ich habe auch noch einen Eiersalat als Film oben. Und zwar als so ein Frühstückssalat. Das ist einer der weltbesten Eiersalat. Bis jetzt war jeder mehr wie begeistert. Habe ich als Film oben, so wie auch so zum Beispiel, verlinke ich euch nachher noch. Wie zum Beispiel auch so Farmersalat und Fleischsalat und Heringssalat. Aber der Eiersalat, der ist schon cool. Der schmeckt ganz anders. Der ist so ein bisschen in der südlichen Richtung. Und der ist in der herzhaften Richtung. So. Bratkartoffeln braten lassen, ganz in Ruhe. Nicht dauernd drehen oder schwenken. Wie gesagt, wenn ihr nicht schwenken könnt, habe ich einen Film oben, ne? Schwenken üben. Ist zwar ein alter Film, aber man kann da so erkennen, was wichtig ist. Und wenn ihr das denn könnt, nachher, macht das 2 Wochen lang, jeden Tag 5 Minuten. In 2 Wochen habt ihr das alles drauf und dann fangt ihr mit der kleinen Pfanne an und dann nachher mit der großen. So, jetzt müsst ihr euch für euch selber entscheiden, ob ihr noch mehr Mayonnaise reinhaben möchtet. Ihr könnt auch noch einen Schuss Joghurt mitzugeben. Das passt auf jeden Fall. Denn die Erbsen hatte ich vorher einmal ins kochende Wasser geworfen, aufkochen lassen und dann gleich im kalten Wasser abgespült. Dass der Garpunkt zu Ende ist und dass die Farbe erhalten bleibt. So, ich mache mir jetzt noch so ein bisschen Mayonnaise rein. Das müsst ihr jetzt für euch entscheiden, wie viel ihr reinmachen möchtet.
Ich habe mir ein Ei so ein bisschen nachgelassen. So, den stelle ich jetzt im Kühlschrank. Der kommt nachher so ein bisschen als Zierde oben drauf. Ich mache noch so ein bisschen Cayennepfeffer rein für mich. So einen kleinen Kick. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Kommt drauf an, wie die Schärfe, wie ob ihr das. Aber das soll ja nicht scharf schmecken. Das soll nur so ein. Soll nur so ein bisschen kitzeln. Ein bisschen Pfeffer kann er noch ran. Aber auf jeden Fall kein Salz mehr. Ist genug dann. So, Bratkartoffeln. Einmal schwenken. Dann fangen wir unsere Eier da noch rauf. Nachher. Ach so. Probieren wir auch gut, ne, Ariel? Und sowieso für mich. Lecker. Da den Lachs zu, den Speck, einfach nur lecker. Ich packe den im Kühlschrank, weil der soll kalt sein. So. Pfeffer ran. Salz, Pfeffer. Nach eurem Geschmack. So, jetzt machen wir auch schon den Speck zu. Weil der soll ja auch noch ein bisschen kross werden. So, da hatte ich eben das Ei drauf geschnitten. Also das ist für mich jetzt in Ordnung. Da schneide ich jetzt die restlichen Zwiebeln drauf. Wie gesagt, die Zwiebel reicht. Normal. Aber eine Woche eine Zwiebel jetzt da rumliegen haben, das ist auch nicht Sinn der Sache. So, die habe ich halbiert und dann nochmal gefettelt. So die Größe. Aber könnt ihr auch nur halbieren, wie gesagt. Das sind so Sachen, mein Kochen, das müsst ihr mal alles selber wissen, weil da ist nichts vorgeschrieben. Ne? Und auch mit den Gewürzen, ihr müsst ja euren Geschmack treffen. Deswegen habe ich auch selten Rezeptangabe beim Kochen. Beim Dessert nicht, da muss man, oder Kuchen, da muss man sich in den meisten Fällen dran halten, wenn man nicht die Erfahrung hat. Aber Kochen, der eine macht das so, der andere so, was soll ich dazu sagen? Ich mache sowieso immer ein bisschen scharf, was viele nicht essen, deswegen nehme ich meistens Chili, heute mal nicht. Ne? Aber dann habe ich ein bisschen Cayennepfeffer. Oh, nichts gibt über leckere Bratkartoffeln. Es gibt kaum was Schöneres wie Bratkartoffeln. Auch es gibt viel Schöneres beim Essen. Aber leckere Bratkartoffeln haben was. Also die Bratkartoffeln, die brauchen ungefähr so 5 Minuten. Und auch hier wieder eure Entscheidung, wie braun ihr sie haben wollt. Wie gesagt, Pellkartoffeln machen, daraus Bratkartoffeln machen. Könnt ihr euch als Film nochmal extra anschauen. Wer das noch nie gemacht hat, immer natürlich. Ne? So, die Bratkartoffeln haben jetzt die gewünschte Farbe. Jetzt fangen sie langsam an zu brennen. Entweder stellt ihr sie euch kleiner. Aber ich finde sie jetzt für mich perfekt. So, jetzt richten wir das an. Und denkt dran, mit Salz und so müsst ihr alles für euch selber entscheiden. Machen wir uns hier oben so ein bisschen den Lachs drauf. Natürlich auch wieder die Menge, die ihr essen möchtet. So, jetzt machen wir uns noch die Bratkartoffeln drauf. Und dann ist unser Essen fertig. So, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ja, Freunde. Ach ja, wenn euch mein Kanal gefällt, ne? Abonniert ihn, wenn ihr gerne kocht. Und ihr habt immer den neuesten Film und ich freue mich. Dann kann ich euch wie immer nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen mit diesem dänischen Eiersalat mit Lachsstreifen und Bratkartoffeln. Es ist eine leckere Geschichte und lohnt sich auf jeden Fall mal zu machen. Okay, bis dann und tschüss.